Der Waisenjunge, der eine Himmelsprinzessin heiratete. In einem Ort im Badarland, im mittleren Sulawesi, lebte einmal ein junger Mann, der weise war. Seine Eltern hatten schon lange die Welt verlassen. Eines Tages ging der Jüngling, um nach dem Fischteich zu sehen, den ihm sein verstorbener Vater hinterlassen hatte. Er bemerkte, dass das Wasser des Teiches trübe war, und sprach bei sich: Möglicherweise ist jemand hier herumgekommen und hat meine Fische mit einer Reuse gefangen. Mit diesen Worten ging er zurück nach Hause. Am nächsten Morgen ging er wieder los, um nach dem Fischteich zu sehen, den ihm sein verstorbener Vater hinterlassen hatte. Dort angekommen sah er wieder, wie auch schon gestern, dass das Wasser im Teich trübe war. Da sprach er bei sich: Warte nur, du, der du das getan hast. Ich werde den, der es wagt, meine Fische zu stehlen, beobachten und belauern. Nach diesen Worten versteckte er sich hinter einem Gebüsch mit seinem Tischteich. Nicht lange danach sah er immer näher und deutlicher einen Schwarm Vögel vom Himmel auf seinen Fischteich zufliegen, den ihm sein verstorbener Vater hinterlassen hatte. Als die Vögel ganz nahe gekommen waren, schaute der Waisenjunge voll Verwunderung. Was er eben für einen Vogelschwarm gehalten hatte, erwies sich als eine Gruppe von Menschen aus dem Himmel. Bei dem Teich, dem Erbe des jungen Mannes angekommen, befreiten sich die Himmelsleute schnell von ihren Kleidern und warfen sich in das Wasser. Fröhlich badeten und scherzten sie. Erstaunt und verwundert sah der Waisenjunge, was hier deutlich von seinen Augen geschah. Sieben Menschen waren aus dem Himmel gekommen. Hinter dem Gebüsch versteckt konnte er auch sehen, dass die sieben Himmelsleute allesamt hübsche Mädchen von anmutiger Erscheinung waren. Der Anblick ihrer Schönheit entzückte ihn. Während die sieben Mädchen mit Baden und Spielen beschäftigt waren, verließ der Jüngling sein Versteck und nahm heimlich die himmlische Kleidung eines der Himmelsmädchen an sich. Er trug die Kleider nach Hause und versteckte sie. Danach kehrte er wieder in sein Versteck zurück, um das Gebaren dieser Mädchen, die sein Herz gefangen hatten, weiter zu beobachten und genau zu verfolgen. Als er sah, dass die Himmelsmädchen aufgehört hatten zu baden, trat er unvermittelt aus seinem Versteck hervor, näherte sich ihnen an und rief: Hey, ihr Prinzessinnen seid es wohl, die immer hierher zum Baden kommen und das Wasser in meinem Fischteich trüben. Jetzt weiß ich, wer immer das Wasser in meinem Fischteich aufwühlt. Wie erschraken die Himmelsmädchen, als sie plötzlich die Stimme eines jungen Mannes hörten. Schnell nahmen sie ihre Kleider und zogen sich an. Dann flogen sie davon und verschwanden im Himmel. Allein die Jüngste blieb zurück, denn sie konnte ihre Himmelskleider nicht wiederfinden. Als ihre sechs Gefährtinnen verschwunden waren, beweinte die Jüngste ihr unglückliches Schicksal. Da reichte der Waisenjunge ihr den Sarong, den er trug, weil es keine andere Möglichkeit gab, und besonders weil sie sich schämte, nackt, ohne einen einzigen Faden am Körper zurückgeblieben, musste das unglückliche Himmelsmädchen den Sarong, den ihr der Waisenjunge gab, nehmen. Dann sagte der Waisenjunge zu dem jüngsten Himmelsmädchen: Wenn ihr, Prinzessin, mir in meine Hütte folgen wollt, so habe ich dort möglicherweise Kleider, die ich euch geben kann. Da folgte das Himmelsmädchen dem elternlosen jungen Mann zu seinem Haus. Dort gab er ihr einige Kleidungsstücke, doch die himmlischen Kleider hatte er gut versteckt und gab sie nicht heraus. Nach einiger Zeit heiratete der junge Mann das Mädchen aus dem Himmel und gab ihr den Namen Topitu. Das bedeutet Bienenmensch, weil die Mädchen zu siebt aus dem Himmel gekommen waren. Nach einigen Monaten wurde Tupitu schwanger und wieder nach einigen Monaten brachte sie einen Sohn zur Welt. Einige Tage später, als sie dabei war, sich über das Feuer zu setzen und sich zu erhitzen, ging der Mann auf die Suche nach Holz. Als er zurückkam, traf er seine Frau beim Wasserkochen an.
Er sah, dass das Wasser, das sie kochte, von roter Farbe war, und sagte zu ihr: »Es gehört sich nicht, dass du dein Blut kochst. Es ist besser, wir trennen uns. Wenn es das ist, was du willst, dann ist es gut. Doch gib mir meine Himmelskleidung wieder zurück, die du seinerzeit versteckt hast.« Da gab der junge Mann ihr ihre Kleider, die er damals versteckt hatte, zurück. Nun sagte Topito zu ihrem Mann: »Kakanda, gleich werden wir auseinandergehen, und da will ich dir noch einen Auftrag geben, damit du nach meinem Weggang unser Kind gut behütest. Kakanda, achte gut auf unser Kind, damit es nicht stirbt.« Nach diesen Worten flog Topito davon und kehrte in den Himmel zurück. Das konnte sie, weil sie ihre himmlischen Kleider zurückgehalten hatte. Bald betreute der Mann, dass er sich von seiner Frau getrennt hatte. Dies umso mehr, als kein Essen mehr da war, da er seinem Kind geben konnte. Seit dieser Zeit hatte er selbst auch nichts mehr gegessen, weil er sich sehr nach seiner Frau sehnte. Da sagte er zu sich: »Wenn meine Ahnen wirklich gute Menschen sind, wird es für mich bestimmt eine Leiter in den Himmel geben, damit ich mein Kind dorthin bringen kann.« Als er das gesagt hatte, setzte Regen ein, und er sah vor sich etwas, das zum Himmel reichte. Und als er es prüfte, stellte er fest, dass das, was er vor sich sah, nichts anderes als die von ihm gewünschte Treppe war. Sie war vielfarbig. Schnell bestieg er die Treppe, und schließlich gelangte er in den Himmel. Oben angekommen wurde der Regen geringer und legte sich. Da erst wurde der junge Mann gewahr, dass die Treppe, die er eben erklommen hatte, nichts anderes als der Regenbogen mit seinen vielen Farben gewesen war. Er bemerkte einige Leute, die gerade Reis stampften. Da er Auskunft erwünschte, fragte er die reisstampfenden Leute: »Wisst ihr, wo das Haus von Topito ist?« Die Leute antworteten: »Dort drüben, am Rande des Dorfes.« Wieder sah er einige Leute. Sie suchten gerade Baumrinde. Er fragte auch diese Leute nach dem Haus seiner Frau Topito. Ihre Antwort glich der, die ihm die Leute beim Reisstampfen gegeben hatten. Siebenmal bat der junge Mann um Auskunft und befragte die Leute, denen er unterwegs begegnete. Am Ende gelangte er zu dem Platz, der ihm gezeigt worden war. Bei dem Haus angekommen, fragte er den Besitzer, wo Topito, seine geliebte Frau, ihren Wohnplatz habe. Die Leute im Haus sahen erstaunt, dass ein Mensch von der Erde unvermittelt in den Himmel gekommen war, und Topitos Geschwister sagten zu ihrer jüngsten Schwester: »Sieh nur, dein Mann und dein Kind sind dir hierher gefolgt.« Topito antwortete: »Ich glaube nicht, was ihr sagt. Mein Mann und mein Kind sind unten auf der Erde. Dort wohnen sie. Sie können unmöglich im Himmel sein. Welchen Weg sollen sie gekommen haben, um hierher zu kommen?« Da antwortete Topitos Mann: »Es ist wahr, Topito. In der Tat sind wir jetzt hier im Himmel. Wir sind hierher gekommen, weil wir den Regenbogen als Treppe benutzten.« Da sagte Topito weiter: »Wenn ihr wirklich mein Mann und mein Kind seid, könnt ihr bestimmt unsere Haustreppe nach oben steigen und unser Haus betreten.« »Gut«, antwortete Topitos Mann und versuchte, die Treppe zum Haus seiner Frau zu besteigen. Doch wie er sich auch mühte, er kam nicht nach oben. Die Treppe war zu schlüpfrig. Da sprach der junge Mann bei sich: »Wenn meine Ahnen wirklich gute Menschen sind, werde ich die Treppe mit Erfolg nach oben klettern.« Da kam auch schon eine Katze und kratzte mit ihren Krallen an der Treppe. So wurde die Treppe angeraut, und der junge Mann konnte nach oben steigen und in Topitos Haus eintreten. Jetzt sagte Topito: »Ich kann immer noch nicht sicher glauben,
dass ihr mein Mann und mein Kind von der Erde seid. Es sei denn, ihr könnt meinen Schlafplatz finden. Wenn euch das gelingt, dann erst werde ich davon überzeugt sein. Nach diesen Worten löschte Torpedo die Lampe im Haus und es wurde plötzlich ganz dunkel. Jetzt versteckte sich Torpedo an ihrer Schlafstelle. Schnell machte sich ihr Mann auf die Suche nach ihr. Doch konnte er in der Dunkelheit ihren Platz nicht finden und er wurde sehr traurig. Da kam plötzlich ein Leuchtkäfer geflogen und fragte ihn: »Was ist der Grund, dass ihr so traurig aussieht?« Da antwortete der Mann: »Wie soll ich nicht traurig sein, o Leuchtkäfer? Ich kann den Schlafplatz von Torpedo, meiner geliebten Frau, nicht finden.« Da sagte der Leuchtkäfer weiter: »Oh, das ist es, was es euch betrübt. Wenn nur das eure Trauer verursacht, kann ich euch helfen. Ihr müsst mir nur dorthin folgen, wohin ich mich bewege. Ich werde euch dahin bringen, wo ihr hinwollt.« Da folgte Torpedos Mann, sein Kind mit sich tragend, dem Leuchtkäfer zum Schlafplatz seiner Frau. Als ihr Mann und ihr Kind zu ihrem Schlafplatz gekommen waren, sagte Torpedo: »Jetzt erst ist mein Herz davon überzeugt, dass ihr wirklich mein Mann und mein Kind von der Erde seid.« Das Wiedersehen zwischen Torpedo und ihrem Mann und dem Kind war sehr ergreifend. Torpedo weinte und sie herzte das Kind, denn die Himmelsprinzessin hatte sich wirklich sehr nach ihm gesehnt.